Um mit dem Scharfschützen von Level 15 auf Level 16 zu kommen, müssen wir hier in der Region Mount Hodgson in weniger als 40 Sekunden 10 Gegner töten. Dann müssen wir 10 Gegner töten, ohne einmal daneben zu schießen, und auf 15 menschliche Gegner schießen, ohne Fehlschuss. Also, ja, 2 und 3 lassen sich quasi kombinieren. Der Rest, ja, werden wir sehen. So, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist da... Ernsthaft? Jetzt fangen die Nachbarn an zu hämmern. Jetzt, wo ich anfange aufzunehmen. Na, danke. So, ja, genau. Hier ist die Erzaufbereitungsanlage. Schauen wir mal, wie weit wir mit dem Fallschirm kommen. Zum Glück stört das Hämmern gar nicht. Ich hoffe, ihr hört das nicht so. Ich habe ja ein Mikrofon mit Nierencharakteristik. Das heißt... Von hinten müssten Geräusche gedämpft ankommen. Ja, oder halt gar nicht aufgenommen werden. Ach, Mann. Ich helfe. Nummer 1. Kampfdrohne in der Luft. Die Drohne macht vielleicht den Unterschied. Wir hätten die Hilfe gebrauchen können. Das war's? Hä? Was denn jetzt? Wechseln zwischen Reden und... ja. Es waren auf jeden Fall 3 Gegner. Ohne Fehlschuss. Das Hämmern hat ebenfalls aufgehört. Sehr gut. Eins davon elektrisch. Oh Mann. Die Schiffseinheit eliminiert. Denken wohl, dass wir weg sind. Ich möchte gerne fahren. Hallo. Geht auch. Ich werde dich schon finden. Da habe ich gerade noch Wolves gehört. Ich habe einen Helikopter. Autsch. Ich habe mich gerade beim... Das war knapp. Ach stimmt, ich habe da auch noch die Tarnung wieder ganz vergessen. Ich glaube, ich habe mich beim... Motorradfahren verletzt. Warum fehlt mir da was? Was war da? Granate? Simultanschussdrohne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt da gleich eine Simultanschussdrohne rein. Auch so ein Bug, dass beim Klassen hin und her wechseln öfters mal irgendein Item fehlt. Obwohl es eigentlich vorhanden ist. So. Wir sind auf jeden Fall nahe genug an der Erzaufbereitungsanlage. Ist das ein Gegner oder? Nee, ist ein Zivilist, ne? Mal. Eine Aufklärung vorher wäre wahrscheinlich gar nicht so verkehrt gewesen. War Nummer 4 und Nummer 5. Keine Gegner sonst hier. Da hinten läuft ein Funker rum sogar. Ein Heavy. Okay. Aber Hauptsache im Gebäude, da ist keiner drin. Schützturm Nummer 1 deaktiviert. Wir haben auch Scharfschützen, ne? Hier irgendwo. Für die 10 Gegner innerhalb von weniger als 40 Sekunden werde ich mir aber ein anderes Örtchen suchen, weil hier sind die Gegner viel zu weit auseinander, definitiv. Wobei 40 Sekunden eigentlich auch relativ lang ist.
Soweit ich weiß, zählen da sogar Simultanschuss-Kills dazu. Okay, das waren die 12. Fehlen noch ein paar. Oh, und da. Wie geil, das war super einfach. Damit sind wir auf Level 16. Nice. Hätte nicht gedacht, dass es so einfach ist.